Hallo zusammen und willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht's weiter und zwar wollen wir heute unsere Bewegung ein bisschen einbauen zumindest. Also, dass man sich bewegen kann. Die Animationen werden wir noch nicht machen. Wir werden einfach dauerhaft die Idle-Animation behalten. Und ja, dass er nicht nur hart am Atmen ist, so wie es hier ist, sondern dass er auch wirklich eine andere Animation bekommt, das machen wir dann nächstes Mal. Aber wie gesagt, heute trotzdem, die Inputs sind auch nicht gerade unwichtig. So, einen Großteil davon kennt ihr schon, deswegen machen wir das relativ schnell heute und nächstes Mal auch. Das heißt, wir gehen hier auf World Settings, nicht World Settings, ja, so viel zum Thema schnell, ne? Project Settings natürlich. Und genau, dann können wir hier Input eingeben. Und hier oben haben wir die Bindings, einmal Action Binding und einmal Axis Binding. Axis ist jetzt wunderbar eindimensional, das heißt, wir brauchen hier relativ wenig, weil wir uns tatsächlich nur in X-Richtung bewegen können. Und ja, deswegen machen wir hier überall mal ein Plus, klappen das auf. Und was wollen wir bei der Action machen? Wir wollen natürlich springen können. Ihr könnt auch eine Schlaganimation einbauen oder was auch immer ihr Bock habt. Genau. Dann, wie wollen wir springen können? Einmal, wenn wir W drücken und einmal, wenn wir Leertaste drücken, würde ich mal sagen. Das sind so meine zwei Lieblings-Bindings für Springen, muss ich sagen. Von mir aus noch Pfeiltaste hoch, wenn man mit Pfeiltasten spielen will, aber wer macht das schon? Ich meine, ESDF ist sowieso größer als WASD, aber gut, okay. Nein, natürlich ein Witz. Move Right können wir das hier nennen, weil wir brauchen ja nur diese eine Richtung und das soll aufgeklappt bleiben, bitte. Dann können wir natürlich D drücken und ihr könnt hier übrigens so viele einbauen, wie ihr wollt. Also ihr seht, hier ist unglaublich viel zur Auswahl. Sogar Steam VR, Oculus Motion Controller, Maus, Touchpad, Android. Das funktioniert alles wunderbar. Übrigens, Android ist dann so ein kleiner Button hier an der Seite, wo man dann draufklicken kann und wie so ein Touchpad im Endeffekt. Super gut, kann man alles wunderbar ausprobieren. Könnt ihr hier übrigens über Launch ausprobieren, auf was ihr es dann launchen wollt. Also Android, iOS und so weiter. Chrome oder Edge oder Firefox könnt ihr auch ausprobieren. Probiert euch da einfach mal durch, wirklich da. Vielleicht mache ich auch noch was zu Mobile Development. Das finde ich nämlich auch eine wunderbar spannende Sache. Und ich freue mich auch schon auf die richtigen Browser-Games, also richtige 3D-Browser-Games oder sowas, die dann auch wirklich flüssig laufen oder so. Und das wird wahrscheinlich auch dann Unreal sein. Aber egal, das reicht jetzt erstmal da. Ich wollte euch eigentlich bloß D zeigen. D hier einfügen und natürlich brauchen wir noch die Gegenrichtung, nämlich ein A. So, warum machen wir das beides auf 1? Wir könnten noch 2 machen. Ja, ist richtig, aber hier können wir einfach den Scale-Faktor auf minus 1 machen und dann funktionieren die beide exakt gleich. So. Okay, wunderbar. Jetzt gehen wir wieder auf die Blueprints und auf My Character, denn den wollen wir hier verändern. Und wir kriegen die Events sozusagen von der Engine mit. So, erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Ach, muss auch mal sein, tut mir leid, sonst bleibe ich nicht so lange wach. Okay, wir wollen natürlich erstmal uns bewegen können. Move right, ups. Right ist der Befehl. Achtet darauf, nicht den Value hier nehmen, das ist eine Funktion, die ihr aufrufen könnt. Wir wollen natürlich hier den Achsen-Event aufrufen. So, was wollen wir machen, wenn dieser Event ausgelöst wird? Wir wollen ganz einfach eine, und das geht ja super easy, AddMovementInput für unseren Spieler festlegen. Und das ist tatsächlich auch eigentlich schon die Bewegung an sich. Hier stecken wir den Axis-Value rein. Wenn wir jetzt nämlich A drücken, dann kommt hier minus 1 rein. Sprich, wir gehen minus 1 in die Richtung nach rechts. Also minus 1 mal rechts ist links, logischerweise. Das heißt, relativ simpel. Target Self können wir drin lassen. Das ist einfach unser Spieler, weil wir sind ja im Blueprint von My Character. Das heißt, das passt perfekt. Und World Direction setzen wir X auf 1, denn wir wollen in X-Richtung uns bewegen. Ihr seht hier, Z-Richtung wäre nach oben, X-Richtung wäre nach rechts. Genau, dann, das war es eigentlich auch schon tatsächlich. Jetzt können wir uns schon bewegen, aber wir sind natürlich noch nicht fertig. Weil, wenn wir uns jetzt, ich mache hier mal Compile und Save und Play, wenn wir uns jetzt hier bewegen, dann passiert das hier. Sieht zwar funktionabel aus, aber gut ist anders, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das liegt vor allem daran, dass ich, also erstens mal natürlich an unserer Animation, aber das habe ich ja schon angekündigt, machen wir nächstes Mal. Das zweite, was mich stört, ist, dass er sich nicht umdreht. Wer läuft denn bitte rückwärts? Und vor allem, wer läuft bitte rückwärts gleich schnell wie vorwärts? Und deswegen gehen wir hierher und machen einen Vergleich über Floats. Achtung, Axis Value ist ein Float, kann man drüber fahren und auch die grüne Note kann es einem sagen. Hier steht Float unten drunter. Das ist ein Datentyp. Habe ich euch eigentlich auch schon erklärt. Übrigens, wenn ihr Unreal Engine wirklich beherrschen wollt, dann lernt Programmieren. Funktionen und so weiter sind ultra mächtige Komponenten.
Das heißt, hier unter Add New Function oder sowas, damit kann man seinen Code so super aufräumen und man kann damit alles machen, was man auch mit einem C++ oder sowas machen kann, nur halt visuell. Deswegen, wenn ihr wirklich Unreal Engine meistern wollt, dann schaut euch meine Programmieren lernen Playlist an, da findet ihr so ziemlich jedes dieser Konzepte wieder und es ist auch wirklich ein wichtiges Konzept, eigentlich jedes. So, genug Werbung, Eigenwerbung gemacht. Wir wollen hier diese das ausführen, also wir wollen ihn quasi umdrehen lassen, wenn er sich gerade bewegt hat, also quasi jedes Mal, nachdem er sich bewegt hat. Wir überprüfen, ob das größer oder gleich oder kleiner ist als 0. Was genau bedeutet dieses größer, gleich oder kleiner als 0 jetzt? Ich habe euch gerade gesagt, wenn wir D drücken, kommt da 1 raus bei Access Value, wenn wir A drücken, minus 1, das heißt, wenn wir D und wenn wir nichts drücken, kommt 0 raus. Das heißt, bei gleich machen wir einfach nichts. Bei größer machen wir halt, er soll wieder nach rechts gucken. Bei kleiner machen wir, er soll nach links gucken. Also, wie machen wir das? Wir holen uns unseren Controller. Controller schreibt sich mit R normalerweise. Get Controller hier. Das ist unser Controller, das ist unser Spieler im Endeffekt. Und wir wollen bei ihm die Rotation setzen, denn er soll sich ja drehen, ne? So. Wie soll er sich denn jetzt drehen? Also erstmal sagen wir jetzt, wir wollen, dass er sich dreht. Set Controller Control Rotation. Ich meine immer, es heißt Controller Rotation. Und das ist jetzt die Rotation von unserem Spieler. Also quasi das, was man hier an der Seite auch immer einstellen kann. Und jetzt wollen wir eine Rotation festlegen. Nämlich Make Rotator. Hier, Make Rotator. So, hier brauchen wir eigentlich nur die fixen Werte eingeben, denn wir wollen ja immer, dass er komplett nach rechts guckt oder komplett nach links guckt, wenn er eben hier, wenn irgendwas gemacht wird. Das triggern wir jetzt noch und müssen wir jetzt hier einen Wert anpassen. Überlegt mal ganz fix selber, er soll in die nach rechts gucken, wenn dieser Pfad hier ausgeführt wird. Müssen wir dann was anpassen? Antwort ist nein, müssen wir nicht, weil hier 000 steht, sprich 000 ist die Standardrotation und er guckt standardmäßig immer nach rechts. Das heißt, das ist die Rotation, die wir hier immer haben wollen. Und das soll bitte da hoch, dann will ich das haben. Nein, ich will das da. Ich räume hier gerade mal nur kurz ein bisschen auf. Die werden relativ schnell unübersichtlich, die Blueprints, muss ich leider sagen. So, ja, und ansonsten, wenn das Ding jetzt natürlich kleiner ist, also wenn es gleich ist, müssen wir gar nichts machen. Wenn es kleiner ist, dann müssen wir auch die Control Rotation setzen. Control Rotation müssen wir auch setzen. Und zwar, was müssen wir setzen? Naja, Make Rotator, perfekt, genau das habe ich gesucht. Wir müssen dieses Mal genau das Umgekehrte machen. Das heißt, wir müssen ihn jetzt auf der Z-Achse 180 Grad drehen. Z-Achse deswegen, weil wenn wir Y-Achse drehen, dann guckt er mit dem, oder dann ist der Kopf unten und die Füße sind oben. X-Achse würden wir nicht mitkriegen und Z-Achse ist eben genau das. Z-Achse ist nach oben, das heißt, da können wir ihn 180 Grad drehen und das müssen wir jetzt nur noch ausführen, kompilieren, speichern und go. So, schauen wir uns mal kurz an. Wenn ich nach rechts gehe, passiert nichts. Wenn ich nach links gehe, dreht er sich um und wenn ich nichts mehr drücke, dann bleibt er so rum. Aber wenn ich jetzt wieder nach rechts gehe, dann dreht er sich auch wieder um. Das kann ich jetzt natürlich so oft triggern, wie ich möchte. Das wird einfach jedes Mal gemacht, wenn ich hier irgendeinen Input an ihn weiterleite. Und das ist das Tolle daran. So, ich würde euch wie immer empfehlen, hier einen Kommentar reinzupacken. Das nennen wir einfach mal Movement. Und ja, jetzt haben wir noch den zweiten Fall. Was wir auch noch machen wollen, ist natürlich, er soll springen. Das heißt Jump. Und nein, das meine ich nicht. Ich meine Jump. Action Event Jump. Achtet auch hier darauf, es gibt eine Funktion und es gibt ein Action Event und ja, der Action Event soll natürlich hier Jump auslösen. Wer hätte es gedacht? Und ja, das ist es tatsächlich eigentlich schon. Deswegen, das war relativ billig. Wir gucken einfach mal ganz kurz, ob es funktioniert. Yay, er kann springen. Woo! Wunderbar. Er springt nicht hoch, das könnt ihr aber gerne einstellen. Bleibt euch überlassen. Einfach hier unter, jetzt lasst mich lügen, unter Sprite und dann Details müsstet ihr hier einen Haufen Einstellungsmöglichkeiten haben. Zum Beispiel, was sein Gewicht angeht. Hier könnt ihr übrigens auch die einzelnen Events direkt hinzufügen. Und hier könnt ihr sein Gewicht hinzufügen. Hier könnt ihr einstellen, wie stark man, ja, also ein paar Einstellungen halt. Ihr wisst mittlerweile, wo die Einstellungen zu finden sind. Ist auch eigentlich nichts mehr Neues, was ich euch dieses Video gezeigt habe. Nur eben in 2D ist es vielleicht ein bisschen was Neues. Und deswegen mache ich das nochmal ganz kurz fertig, damit wir hier auch ein kleines spielbares Prototypchen haben, was ihr dann weiter manipulieren könnt. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Da geht's um die Animation und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bis dann, ciao!